Ist es für Ihren Priesterdienst hier in Deutschland wichtig, welche Nationalität Sie überhaupt haben? Nein, nein. Deutschland ist ein Land, ein weltoffenes Land. Und ich glaube, ein Land, das, und das spricht für solche Länder, übrigens auch Russland, das schon seit Jahrhunderten multinational ist, dass fremde Kulturen, falscher Ausdruck, also verschiedene Kulturen hier ihren Platz haben können. Kulturen, wenn man mehr Kulturen hat, die bereichern ja. Nun können Sie ja Russisch und Deutsch. Muss denn ein Priesteranwärter zwingend in Deutschland auch eine Fremdsprache lernen? Also muss er Russisch lernen oder Griechisch oder Serbisch? Oder kann er sich mit seinem Deutsch und Englischen begnügen? Also das Wichtigste ist, dass er ein guter Priester ist. Das ist natürlich das Hauptziel. Aber natürlich wird es ihm nicht schaden, wenn er Russisch oder Griechisch oder Serbisch, Rumänisch, Bulgarisch, Georgisch kann. Gab es vielleicht eine Situation, wo Sie gedacht haben, was Sie erlebt haben und dann gedacht haben, ja, deswegen bin ich Priester geworden oder deswegen hat es sich gelohnt, Priester zu werden? Sehr, sehr oft. Ja? Sehr oft, natürlich. Wenn wir eine Liturgie gefeiert haben, wenn die, am Ende der Liturgie, wenn die Menschen kommen, das Kreuz verehren, ich schaue in ihre Augen, das ist alles. Eine schönere Belohnung gibt es nicht. Belohnung. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, ob ich jetzt belohnt werde. Ja, ich sehe das so, dass ich dass die Menschen glücklich sind, dass sie ihren Glauben haben, dass sie einen Ort haben, an dem sie ihren Glauben leben dürfen. Diese Gemeinschaft. Natürlich, ja, das sind die Momente.